Wir eröffnen heute hier im Museum Wetziken die Ausstellung «Freut euch des Lebens». Die Ausstellung widmet sich am Wetziken Sängervater, Hans-Georg Nägeli. Hans-Georg Nägeli wäre dieses Jahr 250 geworden und darum feiert man sowohl in Zürich wie auch in Wetziken seinen Geburtstag mit verschiedenen Konzerten, mit einem Festakt in der Tonhalle, mit einem Audiowag, der direkt vor dem Museum aufhört, mit einem Chorspektakel oder auch mit einem Sängerfest, ganz im Sinn von Hans-Georg Nägeli. Wenn man so eine Ausstellung macht, wie wir das etwa machen, über Musiker, dann geht man in viele Archive suchen und findet auch ganz lustige Sachen. So auch jetzt beim Hans-Georg Nägeli. Da haben wir eine ganz lustige Werbung gefunden, etwa vom 1800 in einem Archiv. Und die zeigen einfach, wie Krotten falsch die Leute damals gesungen haben. Und wenn man hat die Liederbüchli vom Nägeli kaufen konnte, und dann hat man schöne Lieder gehabt. Da heisst es, kramet schöne Lieder, die Därme möchten mir zerspringen, so oft ich höre, ja garstig singen. Also es ist auch darum gegangen, dass der Hans-Georg Nägeli auch den Kirchengesang und überhaupt den Gesang schöner hätte machen. Die Harfe, die ist da schon immer im Museum Wetziken gestanden. Die stammt aus dem Nachlass von Hans-Georg Nägeli und von seiner Familie. Die kommt aus Paris. Dort hat man sie gebaut, Firma Erard. Und der Nägeli hat viele Sachen für Harfe geschrieben, weil die Leute daheim kein Klavier hatten oder auch nicht Vermögen. Harfe hat man aber herumtragen und mitnehmen. Und darum war die Harfe damals ein recht verbreitetes Instrument. Der Männerchor Zürich, den gibt es heute noch. Der macht auch dann das grosse Festkonzert in Zürich. Der Hans-Georg Nägeli war der erste Präsident und hat den gegründet. Wir haben vom Männerchor Zürich aus dem Archiv die Gründungsfahne von 1826 bekommen für die Ausstellung. Alles Handarbeit gestickt. Und hinten drauf steht 1826 und das berühmte Lied «Freut euch des Lebens» vom Hans-Georg Nägeli ist hinten drauf gestickt. Die Ausstellung dauert vom 2. April bis am 29. Oktober und ist jeden Sonntag und Donnerstag vom 2 bis 6 Uhr offen. Die Gruppen können auf Voranmeldung auch am Freitag oder am Samstag Nachmittag vorbeikommen. Am besten informieren Sie sich auf unserer Homepage museum-wetzikon.ch oder auf hgn250.ch.